Hallihallo Leute, willkommen zu einem, naja, etwas anderen Video. Und zwar nicht das, was ihr jetzt denken solltet, ihr habt es ja sicherlich schon am Titel gesehen. Und zwar geht es heute, das ist ein Video quasi für meinen Blog extra sogar. Auf dem Blog, der übrigens unten in der Beschreibung verlinkt ist, erfahrt ihr noch ein paar mehr Informationen, beziehungsweise noch im Grunde ein einziger Link, der da noch steht. Oder ich weiß noch nicht genau, was ich so reinschreiben werde. Schaut am besten einmal kurz drauf. Es geht halt darum, ich möchte euch heute mal, weil ich oft gefragt werde, und zwar wirklich sehr oft, woher ich meinen Namen habe. Also Sulfa. Der Name, sonst würde ich nicht in World of Warcraft sein, auf einem, muss ich dazu sagen, Privatserver, also keine Sorge. Der Name hat eine Abstammung und die möchte ich euch jetzt einmal erklären. Und auch wo der Name und, ja, wo der Name schon bereits hingewandert ist und so weiter. Das ist also alles ein bisschen lore-technisch jetzt gerade, also nicht wirklich lore-technisch, aber so Sulfa-lore-technisch. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Also, alles hat angefangen damals bei Craig aka Dominik, mit dem ich auch den Channel gegründet habe hier. Ich hatte zu frühen Zeiten kein Internet gehabt, weil wir irgendwie keine Internetverbindung dort bei uns haben konnten und so weiter. Hab dann also mal bei Dominik, ja, Internet-Sachen gemacht. Nun ist es dann passiert, dass Dominik World of Warcraft hatte. Ich das gespielt habe, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Es war auf jeden Fall noch zu Classic-Zeiten, also gegen Ende Classic meine ich. Ja, Ende Classic müsste es gewesen sein. Wo ich das Spiel gespielt habe. Und ich war extrem gehypt. Ich bin auf das Turnier einfach hingegangen, nur um das Spiel zu zocken. Doch wirklich sehr viel gezockt. Echt heftig gewesen, war übelsüchtig gewesen am Anfang. Hatte aber halt kein Internet, um mich auszutoben, mehr oder weniger. Es hat also alles gebremst. Mein erster Name, und das ist ein bisschen schade, ich weiß nicht mehr, wie ich auf den Namen gekommen bin. Mein erster Name war Zeltas. Hört sich ein bisschen komisch an. Ist mein allererster Game-Name, den ich jeweils benutzt habe. Wie gesagt, ich weiß nicht, woher es kam. Es hat wohl irgendwas mit Wasser zu tun. Ich werde auch immer mit Sekt oder Zeltas. Das kommt von einer gewissen Werbung für nicht ganz jugendfreie Inhalte. Hust, hust. Damit wurde ich auf jeden Fall immer schon verarscht. Irgendwann hat sich der Name dann zu, aber auch nur sehr kurzzeitig, zu Zeltelleron weiterentwickelt. So übrigens auch, lustigerweise, mein Accountname in World of Warcraft. Hat sich dann aber sehr schnell gelegen, das irgendwie als Charakter oder ähnliches zu benutzen, weil er mir doch nicht so gefallen hat. Spät hat sich das dann halt alles zu Sulfaras entwickelt. Sulfaras ist mir als spontane Idee gekommen. Einfach quasi wie aus der Luft gegriffen. Ich habe so über Namen nachgedacht, auf einmal Sulfaras. Bäm. Total der Gedanke. Erst im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass es in World of Warcraft ein Item gibt, was Sulfuras heißt. Sulfuras ist ein legendärer Hammer aus Classic-Zeiten, den man in der Instanz Molten Core noch bekommen konnte, beziehungsweise immer noch bekommen konnte, und zwar nach gefühlt 2000 Stunden Farmen, mehr oder weniger. Auf jeden Fall habe ich halt den Namen Sulfaras angenommen. Später dann in meiner World of Warcraft-Karriere, die mir auch so einiges kaputt gemacht hat. Zum Beispiel mein Abschlusszeugnis der 10. Klasse, also passt auf mit World of Warcraft. Ich war sehr süchtig, habe sehr viel gespielt, war aber auch in der zweitbesten Gilde meines Servers gewesen. Haben uns alle sehr schön hocharbeitet. Ich bin kurzzeitig, danach bin ich aber ausgestiegen, war ich unter den Top 3 Mages vom ganzen Server gewesen, also Magiern. Kurz hatte ich sogar der beste Magier, was aber sehr schnell wieder, ja, wo ich aber sehr schnell wieder übertrumpft wurde. Ja, auf jeden Fall, ich habe einiges an Skill mitgebracht gehabt und auch so einiges an, ja, Kondition, möchte ich mal sagen. Weil wir hatten, glaube ich, ich weiß nicht, waren das 2 oder 3 Raid, nee, 3 Raid-Abende die Woche, dann halt jeweils von, Gott, ich glaube, das war 6:30 bis 9 oder 10, ich glaube 10 sogar. Und das dreimal die Woche, schon heftig gewesen. Als es dann irgendwann auf die Wochenenden ging, habe ich dann immer gesagt, nee, am Wochenende mache ich nicht mit, könnt ihr vergessen. Deswegen, ja, deswegen sage ich auch immer zu, ich weiß nicht mal, auf welchem Zusammenhang jetzt gerade, aber ich sage immer, also ich hatte das jetzt letztens zum Beispiel, vor einiger Zeit war ich ja kurz in TF2 in einem Team gewesen, in einem Competitive Team. Wo wir dann richtig, ich glaube, das war das 6 gegen 6 oder war das jetzt 9 gegen 9? Bin schon wieder blöd gerade. Es war 9 gegen 9, glaube ich, Gott. Korrigiert mich bitte, wenn es falsch sein sollte. Bin ich halt kurz drin gewesen, habe ein Match gemacht, habe auch mal ein Video hochgeladen. Die restlichen Videos konnte ich nicht hochladen, weil YouTube wollte nicht, hat die Videos nicht angenommen. Jedenfalls habe ich auch dort immer gesagt, wenn Spiele am Wochenende stattfinden, sage ich nein. Warum?
Ich habe gelernt aus dieser ganzen WoW-Zeit, Wochenenden und Freunde sind heilig. Deswegen, ich habe nie was an Wochenenden in solchem so einem Sinne vor. Das ist strikt gegen meine persönlichen Regeln. Aber jetzt hat das nicht mehr so viel mit dem Thema hier zu tun. Auf jeden Fall, halt eine Zeit lang unter den Top 3 Mages gewesen. Ganz kurz hatte ich auch mal der beste Mage vom ganzen Server gewesen, halt vom Gear-Stand. Hat halt wirklich, wie sagt man das so schön, für die Kenner unter euch, drücke ich jetzt einfach mal so aus, ich hatte ein GS von, also ein Gear-Score von, ich glaube, 6480 um den Dreh. Also war fast vollständig ausgequippt vom ganzen Content her. Wir waren auch noch die letzte Gilde gewesen, die kurz vorm nächsten Add-on noch geradet haben. Haben auch den, oh Gott, was, First oder Second Kill vom Server geholt. Was den Endboss des Contents, das war der Lichtkin, im heroischen Modus anbetrifft, haben wir den, meine ich, den Second Kill geholt. Im 10er Modus. Zwei unserer Gruppen gleich. Ich natürlich auch dabei gewesen. Haben das natürlich ziemlich gefeiert, aber das war auch der Moment, wo es für mich vorbei war. Als es dann zum nächsten Add-on ging, habe ich erst gesagt, ich höre auf. Bin dann kurzzeitig wieder eingestiegen und dann, einen Monat gespielt und keinen Bock mehr gehabt. Meine Gilde wurde mir zu blöd und ja. So ist es dann gelaufen. Auf jeden Fall bereue ich es, dass ich das Spiel gespielt habe, niemals. Es war eine schöne Zeit, würde ich auch niemals bereuen. Es war blöd für mein 10. Klassenzeugnis, aber das ist heutzutage sowieso für mich jetzt im Moment relativ uninteressant noch. So, auf jeden Fall. Sul'Faras habe ich dann halt als meinen Hauptcharakter benutzt. Mein Magier, so wie ich ihn hier jetzt gerade spiele, nur als Untoter. Damals hätte ich aber lieber Troll gespielt im Nachhinein, da es zu dem Patch damals noch diese schönen Volksfähigkeiten gab, die ja jetzt mehr oder weniger rausgenommen wurden. Ich weiß es gerade nicht mehr genau. Oder irgendwie angepasst, keine Ahnung. Auf jeden Fall war Troll quasi die beste Magierklasse. Ich habe halt Untot gespielt und naja, egal. Irgendwann kam dann noch durch die Zeit, ich wurde von einem anderen Magier quasi, wir haben einen neuen Magier bekommen, der hieß Fistix und hat mich einfach, das muss ich einfach zugeben, das wollte ich mir damals nie eingestehen, weil Ego und so weiter, hat mich skilltechnisch nochmal komplett um eine ganze Länge geschlagen. Ich weiß nicht wie, ich habe damals sehr gut gespielt, aber er war besser und ich weiß bis heute nicht warum, es ist einfach so gewesen. Nun ja, schade drum, aber das war auch ein Grund für mich aufzuhören, muss ich ehrlich sagen. Weil ich nicht mehr der beste Magier meiner Gilde war und ich quasi überrumpelt wurde am Schluss. Fand ich zum Kotzen. Auf jeden Fall, Sul'Faras ist halt ein ziemlich langer Name und meine Gilde hat den immer mit Sulfa abgekürzt. Und im Grunde ist der Name Sulfa so entstanden. Sulfa ist quasi die Kurzform von Sul'Faras und dementsprechend sind mir beide Namen heilig. Also Sul'Faras ist quasi der Name, den ich in MMOs oder ähnliches benutze und Sulfa quasi so der Name, den ich in anderen Spielen benutze, wie zum Beispiel TF2 oder Steam jetzt allgemein, sage ich jetzt mal. Natürlich hat der Name noch in anderen Spielen seine Runden gedreht, von meiner Seite aus. Bestes Beispiel dazu ist halt Guild Wars 2, wo ich auch wieder Sul'Faras hieß. Oder hieß der Sul'Faras? Ich weiß nicht, aber auch wieder Magier gespielt habe. Ich habe Guild Wars schon Ewigkeit nicht mehr gezockt. Ich bin irgendwie Level 40, 50 um den Dreh. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber irgendwie hat mich das ab einem bestimmten Punkt nicht mehr so gebockt, das Spiel. Was auch so die allgemeine News-Berichterstattung zumindest so zeigt. Zumindest so wie ich das sehe momentan. Aber dort habe ich dann, ich musste halt, weil Sul'Faras war schon besetzt und ich war sehr enttäuscht darüber. Da hat mir mein Kollege geraten, du kannst auch einen Nachnamen wählen. Und habe ich gedacht, so scheiße, Gilbos kann man ja wirklich Nachnamen wählen. Und da durfte ich mir einen Nachnamen ausdenken. Deswegen, der Nachname von Sul'Faras ist Sul'Faras Feuerfaust. Woher ich den Nachnamen Feuerfaust habe, auch wieder eine schöne Geschichte. Ich habe auch eine Zeit lang Warhammer Online gezockt. Ein sehr geiles Spiel, muss ich sagen. Ist halt ein Spiel, was sich pur auf PvP auslegt. Und ich bin ja eigentlich auch so, muss man dazu auch sagen, ich bin ein verdammt guter PvP-Spieler. Zumindest war ich es damals. Zwar nie Arena. Arena war ich grotten. Obwohl, nee, Arena habe ich nicht wirklich grotten, aber ich habe doch in der Arena habe ich nicht so viel gerissen wie in den Battlegrounds. Also da, wo man normal gegen andere Spieler kämpft, Flanken einnimmt und sowas. In der Arena, wo es dann halt so 2 gegen 2 mit meinem Kollegen, das war damals noch der, hatte ich damals 2 Kollegen, das waren einmal der Matthias und einmal der Chris. Matthias ist heute leider heute nicht mehr so gut mein Kollege, weil wir halt nicht mal viel zu tun haben. Chris ist immer noch gut mein Kollege. Auf jeden Fall mit Matthias hatten wir so eine Schamanen-Kombo, die war echt hammerhart böse. Und mit Chris hatte ich so eine Magier-Todesritter-Kombo, die war relativ lustig, weil wir recht gut waren und er
und Chris halt gar kein PvP-Equip hat, also Equip mit Resilience drauf. Und übrigens nicht wundern, ich habe falsche Socke drin, ne? Ist mir vorhin mal aufgefallen. Ja. Genau, auf jeden Fall wollte ich mal eben erwähnen, ich war ein guter PvP-Spieler, habe eine Menge gerissen so, hatte auch einige der schweren Erfolge, zum Beispiel 20 Kills zu machen in einer Runde ohne zu sterben, was für mich persönlich wohl der mit grandioseste Erfolg meiner gesamten PvP-Karriere war. Feuermagier übrigens zu der Zeit noch, also Feuermagier PvP. Auf jeden Fall, in Warhammer Online, wie gesagt, großes PvP-Spiel, hatte aber leider irgendwie sehr wenig Leute zum Schluss, beziehungsweise ist ja immer noch aktiv, aber halt nur wenig Leute. Und die andere Fraktion, es gab ja zwei Fraktionen, die andere Fraktion war einfach völlig überpowered, also im Sinne von Menschen. Ich habe zu der Zeit einen Slayer gespielt, das ist so ein kleiner Zwerg mit zwei Äxten, der einfach mal draufhaut. Ich meine, Slayer, was sagt das schon? Also ich meine, Slayer, das sagt schon eine Menge, so rum. Ja, auf jeden Fall Slayer, orange Haare und dann schön mit zwei Äxten oder mit einer großen Axt und dann schön gemetzelt. Vor allem, ich bin ein großer Fan von Zwergen, also ja, Zwergen sind einfach geil. Lass mich mal nachdenken. Genau, dort habe ich meinen Charakter halt Kalizarax genannt. Oder eher Kalirezax. Kalirezax habe ich ihn genannt, was ich immer bereut habe. Deswegen, immer wenn ich erzähle, sage ich immer Kalizarax, nicht wundern. Also, Kalizarax, mein Zwerg. Und Kalizarax hatte auch einen Nachnamen, und zwar Stahlfaust. Und somit ist dann eine Feuerfaust entstanden. Habe ich einfach adaptiert, was nämlich auch zu meiner persönlichen Charakter-Lore-Geschichte passt, die ich immer so ein bisschen weiterentwickle, zumindest in meinem Kopf, will ich immer nochmal zu Papier bringen, wo ich halt alle Universen wo in MMOs, wo ich jemals gespielt habe, zumindest aktiver gespielt habe, miteinander zu verknüpfen versuche, was sogar relativ gut klappt, wenn man sich das so mit Zeitreisen und andere Dimensionen ein bisschen vorstellt, was natürlich alles möglich ist. Auch sogar wirklich von der WoW-Lore. Oh ja, in Rift habe ich natürlich auch gespielt. Da hieß er natürlich auch Sulfaras und war auch ein Magier. Und dort habe ich auch nur PvP gespielt. Und zwar nicht wirklich auf Damage ausgesetzt, sondern auf Heil-Damage. Weil in Rift gibt es den schönen Skillbaum, dass wenn du Schaden verursachst, du trotzdem deine Umgebung heilst. Sehr schöner Spielstil, bisher mein absoluter Spielstil in allen MMOs, den ich jemals gespielt habe, weil das ein sehr, wie sagt man das, das ist ein sehr sanft zu spielender Spielstil, aus dem man doch eine ganze Menge rausholen kann. Und naja, da hieß ich halt auch Sulfaras. Und der Name hat sich halt von MMO zu MMO immer weiter gestreckt und hat immer mehr Erfahrung gesammelt, mehr oder weniger. Ja, so ist der Name quasi entstanden. Die ganze Hintergrundgeschichte dazu habt ihr jetzt ja eben von mir gehört. Ich denke, ich habe nichts vergessen. In der Beschreibung hat, wie gesagt, einmal der Link zu meinem Blog und auf meinem Blog ist dann sicherlich auch nochmal eben kurz was beschrieben und auch noch ein Link zu meinem Originalcharakter, nicht so wie auf dem Privatserver hier, den ich übrigens jetzt keine Werbung machen möchte, einfach weil der scheiße ist. Ist wirklich wahr. Aber er hat sehr viele Spieler, der hießen manchmal sogar Wartezeiten, weil über 2000 Spieler gleichzeitig online sind. Und ich denke nur so, what the fuck? Weil sich die Spieleranzahl mit dem neuen Add-on wohl einfach mal, so wie ich das hier gelesen habe, verdreifacht hat, oft mit einem Schlag, von irgendwie innerhalb von einer Woche. Und Leute da und die Server das nicht aushalten könnten, was natürlich verständlich ist. Auf jeden Fall, dort findet ihr dann auch nochmal einen Link zu meinem Armory-Profil, wer sich meinen Charakter nochmal genauer ansehen möchte, einfach mal so ein bisschen mehr in den Sulfaras Freaking Free Geist einsteigen. Ich denke, das dürfte es gewesen sein. Ein Video, was eigentlich jetzt gerade viel zu lang wird, wenn ich ehrlich sein soll, das sollte nicht so sein. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Überhaupt nicht mehr ändern. Auf jeden Fall ein paar schöne Zeiten erlebt in WoW. Werde ich immer noch mal reinschauen. Ich habe zu jedem MMO bisher immer wieder reingeschaut. Beziehungsweise zu einem MMO noch halt so. Ich habe ja erst mit Dings angefangen. Mit Ende BC, also Burning Crusade, bin ich eingestiegen. Dem Tag davor, wo das nächste Add-on kam, bin ich 70 geworden. Dann auf 80 gelevelt und dann ging die Karriere los. Zu neuen Add-on habe ich, wie gesagt, bin ich kurz reingegangen. Habe halt einen Monat gespielt, habe dann aufgehört. Ob ich jetzt mit dem neuesten Add-on, mit dem Mist of Pandaria tun werde, ich sträub mich ein bisschen dagegen, aber irgendwo ist dieser Reiz da zumindest mal reinzuschauen wieder. Aktiv spielen werde ich auf keinen Fall. Raiden ist sowieso für mich ein No-Go geworden. Warum soll ich meine Zeit mit Raiden verschwenden? Das ist so nutzlos. Zumindest meiner Sicht. Auch wenn ich, naja, auch egal. Auf jeden Fall
Ob ich reinschauen werde, weiß ich noch nicht. Vielleicht mal ganz kurz, halt wieder vielleicht diesen einen Monat, den man ja zum Spiel dazu bekommt. Ihr werdet davon sicherlich nichts mitbekommen. Ist halt so eine private Geschichte von meiner Seite aus. Auf jeden Fall, so viel zu meiner Charaktergeschichte. Zu meiner Namensgeschichte wohl eher. Oder eigentlich zu beidem. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.